So Freunde, ganz herzlich willkommen mal wieder bei einem neuen Video. Ein neues Video vom Boss in seiner Promophase. Der stressige Büroalltag des Bosses. Bis jetzt fand ich eigentlich alle Videos in der Promophase ziemlich lustig. Die Lyric Launches waren auch geil, die Tracks waren sowieso Bombe. Und ja, eigentlich bis jetzt ziemlich gute Promophase. Einziges Video, was mir nicht so gut gefallen hat, war Schlosshaft unterwegs. Das fand ich irgendwie relativ unnötig. Keine wirklichen guten Pointen oder Jokes drin. Mal schauen. Hoffentlich wird das nicht so wie das Video. Ansonsten haben wir hier, denke ich, wieder gutes Entertainment vom Boss zu erwarten. Wir schauen mal rein. Let's go. Wir sehen den Boss hier im Badezimmer auf jeden Fall. Vom Spiegel. Kollege. Man sieht ja auch den Kameramann. Man sieht aber Kolle nicht im Spiegel. Fällt mir gerade mal auf. Sie zeigen uns jetzt exklusive Einblicke in Ihren Büroalltag. Ja, da kommt ihr heute mal mit, ihr kleinen Sträuchchen, zeigt der Boss euch mal, wie man vernünftig arbeitet, die Kabelträger. Ne? Okay, ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht. Man sieht Koller legit nicht im Spiegel. Wird doch richtig was geschafft. So. Sie spiegeln sich ja überhaupt nicht. Ja, selbstverständlich. Das liegt daran, dass es nur einen Boss geben kann. So, jetzt. Wie geil. Geil. Ich denke gerade noch so, was soll das mit dem Spiegel? Und dann so, ja, sie spiegelt sich ja gar nicht, lieber Boss. Ja, natürlich nicht. Kann nur einen Boss geben. Ja, das ist ein schöner Einstieg, ein humorvoller. Überhaupt nicht. Ja, selbstverständlich. Das liegt daran, dass es nur einen Boss geben kann. So, ja, dann zeigen wir euch heute mal die Produktionsstätte der ZHT5-Box und wie das in so einem Büroalltag dann abläuft. Ja, dann ich auch. So, wir gehen hier vorne rein. Erstmal gibt es ein kleines Frühstück. Frühstück ist immer das Sprungbrett in den Tag. So, hier sind bereits einige Arbeitsplätze, sind Leute schon fleißig. Und hier ist eben der Kühlschrank. So. Erstmal ein kleines Frühstückchen. Hat er das erste Ei nicht legit einfach komplett in die Spüle geschmissen, Alter? Also auch den Inhalt des Eis? Der Boss hat Eier, das weiß man. So, drei Eier. Du wohl bekommst. Nicht so lecker. Dann doch lieber Rühr- oder Spiegelei. In meinem Fall eher Rührei. Ein Kaffee. Wo ist der Hannes? Hannes, machst du mal dem Boss einen Kaffee eben? Gerne. So. Und danach kann das frisch gestärkt ans Werk gehen. Ihr werdet sehen, das ist natürlich viel Arbeit, was man hier hat. Das heißt, das zugehörte Pep kommt doch raus? Ja doch, das kommt schon noch raus. Oh, das ist erfreulich. Doch, das kommt schon noch raus. Also, wie ich schon gesagt habe, ich muss mir das zwar noch überlegen, ob das musikalische Release so stattfinden kann in der Form, nachdem wir klar mit Florian. Die Sache ist noch ungeklärt, aber die Box, wie gesagt, das kommt raus, der Boss enttäuscht seine Fans nicht, er packt da natürlich ein paar andere Goodies rein. Also wenn da keine Musik drin sein sollte, findet man da anderweitig Ersatz, der ebenfalls Testosteron boostend sein wird. In welcher Form auch immer das sein wird, wir haben da einige Pakete, die man da reintun kann. So ist der Kaffee da. Hier, es ist verendet voll edelter Spitzenkaffee, richtig? Ja, selbstverständlich. Hannes, der Kaffee ist zu heiß. Tut mir leid. Oh, ja. Ach, Digga, was ist das für ein Video, Alter, ohne Spaß, ey. Hannes, der Kaffee ist zu heiß. Tut mir leid. Oh, ja. Das hat gezwiebelt. Oh, das ist richtig scheiße. Ja, er hat gar nicht heißer Kaffee gesagt, fällt mir gerade mal auf, so wie früher. Ey. Ja, scheiße ist das. Oh, das schiebt gar nicht. Scheiße ist das auf jeden Fall, Hannes. Unglaublich, dass das nicht wohltemperiert ist. Boss, Sie haben da mehrere Kaffeemaschinen stehen? Das sind verschiedene Zeitzonen. Das hier ist Tokio, das hier ist Guatemala und der Kühlschrank ist, was weiß ich was das ist. Ich bin der Boss, war ein Haft. Ah, was hat er nochmal am ersten gesagt mit den, ja, Sie tragen zwei Ohren. Ja, das, genau, das ist Juarez und das ist Düsseldorf. So. Ja, lassen Sie sich schmecken.
komm, an die Arbeit. Man kann Zeit zu verlieren. Hier ist alles dreckig jetzt. Da ist jetzt alles voller Kaffee auf dem Boden. Okay. Machst du das bitte umgehend weg? Klar. So, hier hoch, Boss Office. Digga, wer schreibt eigentlich, schreibt er die Skripte selber? Ich gehe mal fast davon aus, Alter. Ich weiß nicht, wie er auf so einen Scheiß kommt die ganze Zeit, ne? So, das ist eben hier unser Konferenztisch. Hier findet die ganze Planung statt für die Box. Und hier ist das Moodboard, da hängen schon einige Bilder. Inspiration für das nächste Musikvideo. Oh, es kommt noch ein Video. Ja, sicher kommt da noch ein Musikvideo. Eins haut der Boss da noch raus, ein Leckerli für die Connoisseure. Das heißt aber nicht, dass das Album da kommt. Okay, also bekommen wir wahrscheinlich höchstens... Das heißt höchstens, wir bekommen wahrscheinlich nur noch eine Single-Auskopplung, zumindest wenn das jetzt stimmt. Wären dann insgesamt drei, ist auch okay, vier wäre auch noch okay. Aber zu viele sollten es dann auch nicht sein, also vielleicht bleibt es auch bei den dreien. Ich hoffe, er teasert entweder noch, also er zeigt entweder noch Frühling als Single-Auskopplung, das war ja im ersten Trailer drin, oder den aus dem zweiten Trailer mit dem Dobermann im Griff. Das war richtig geil. Das klang einfach, das waren irgendwie 2 Sekunden vielleicht oder so, aber die klangen schon richtig fett. Ja, die Florian-Geschichte ist ja immer noch ungeklärt, das wisst ihr. Und davon ist das eben abhängig. Also das muss der Boss sich noch schwer überlegen. So, schwer überlegen, wie sie der deutschen Rap-Szene. Guck mal ins Maul. Setzt euch erstmal dahin. Schwer überlegen, wie sie der deutschen Rap-Szene. Da hört man mehr Kohle raus. Erstmal Päuschen. Ihr merkt, das ist stressig im Office. Kurze Verschnaufpause. Habt ihr da irgendeine Frage noch? Habt ihr da noch irgendeine Frage oder was? Ja, reden wir vielleicht mal über Showtime Forever. Ja. Ein Kommentar haben wir gesehen, da hat sie einer verglichen mit Messi. Der Messi ja, des Deutschen. Ja, Cristiano Ronaldo, ne? Ja, weil der Boss auch Coke-Pusher ist. Ja, gut. Sie haben hier auf jeden Fall eine riesige... Oh, Alter! Oh mein Gott, ich musste kurz begreifen, was der gerade gesagt hat. Weil er auch Coke-Pusher ist. Alter, für alle, die das nicht peilen, Cristiano Ronaldo hat ja bei der Europameisterschaft die Cola-Flaschen da, die bei der Pressekonferenz stehen, an die Seite geschoben und sich in Wasser genommen und dann so abfällig noch so gesagt, ah, Coca-Cola und dann Aqua, so Wasser, ne? Hat ja, glaube ich, eh gefühlt jeder mitbekommen, da ist ja sogar die Aktie von Cola abgestürzt und so weiter, also kurzfristig und so ein Scheiß. Und er sagt jetzt, Cristiano Ronaldo, weil der Boss ja auch Coke-Pusher ist, also Coke, Coca-Cola, Alter, wie geil. Hoffentlich bringt er das noch in einem Track irgendwann unter. Also hat er bestimmt auf dem Zuhörtape natürlich nicht drauf, weil das ja erst danach war, nach der Produktion. Aber hoffentlich bringt er das noch in einem Track unter. Oder hätte er sich dafür aufheben können eigentlich. Weil, wie genial. Ohne Spaß. Wie genial. Coke-Pusher wie Ronaldo. Die Produktionsstätte mittlerweile selber aufgebaut. Es wird verkauft, es wird gepresst, es wird getan. Geht's nur noch um Geld? Ist Geld alles auf der Welt? Ja, Geld, Geld. Geld ist nun wirklich nicht alles auf der Welt. Geld alleine macht nicht glücklich. Man braucht noch ein paar Aktien, ein paar Immobilien und ein paar Edelmetalle. So, wir gehen jetzt mal in die Produktionsstätte. Ich zeige euch mal, wie die emsigen Ameisen da arbeiten. Komm, dann müssen wir nach dem Rechten schauen. So, Vorsicht, Moritz, Stoßsignal wieder. So, der Boss ist ein Philanthrop und begrüßt alle seine Mitarbeiter natürlich jeden Morgen mit einem Handschlag. Was kommt jetzt wieder? Was sagst du morgen? Moin. Guten Tag.
Mich würde ja mal interessieren, wer den Leuten allen das Skript verklickert, ne? Wirklich ungelogen. Und wie oft die da lachen mussten wahrscheinlich. Die Arbeit. Die lacht ja jetzt schon quasi noch. Müssen wir mal nach dem Rechten schauen, der Boss ist super. Okay, das finde ich irgendwie so stumpf. Das ist genauso schön stumpf, dass ich es lustig finde, Alter. Wie er einfach mit der Zigarre da auf einem Gabelstapler fährt. Schauen, der Boss ist Supervisor, wie der Dalai Lama. Das sind immer zigtausende Boxen, die hier abgepackt werden müssen. In mühseliger Kleinstarbeit. Seid ihr fleißig bei der Arbeit? Ja, mein Name ist Professor Dr. Julia Kunz und ich war Staatsanwältin. Aber den Job habe ich an den Nagel gehangen, weil er mir keinen Spaß mehr macht. Jetzt habe ich einen Job, der mich wirklich erfüllt. Alter. Ich bin Profiboxer, aber mir hat der Sport nichts gebracht. Und deshalb habe ich mir eine neue Berufung gesucht. Und das mache ich jetzt. So, in diesen Kartons befinden sich diese ganzen Utensilien, die da reingepackt werden. Die sagen euch, was es ist. Ein Inhalt ist ja schon verraten, den kann ich auch nicht mehr rückgängig machen, musikalischer. Das ist das Lyric Lounge Tape. Fahren wir noch ein Stück nach vorne und dann läuft das ja auch alles so weit, dass das ja rechtzeitig beim Endkonsumenten im Herbst dann eintrudelt. So, ihr habt alle Spaß bei der Arbeit auch, oder? Jawohl. Und dann wird das hier alles fachgerecht verpackt. Die fleißigen Bienchen machen das hier für die Supporterschaft meiner selbst. Und dann kann das hier auch bald raus, dass das auch rechtzeitig ankommt. Das heißt, die Box gibt es diesmal überhaupt nicht bei Amazon? Ja, das ist richtig. Es gibt es eben diesmal nicht bei Amazon. Da haben wir unsere eigene Produktionsstätte eingerichtet, um eben auch die Marge zu maximieren, die am Ende in meinem Portemonnaie landet. Das ist auch wirklich ungewöhnlich im heutigen Zeitalter, dass ein Künstler seine Box gar nicht bei Amazon vermarktet. Mal schauen, wie viele sie sich dann bestellen. Im Endeffekt, ich gehöre auf jeden Fall zu den Boxkäufern dazu und freue mich auch schon drauf, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch die einzige Box jetzt seit wirklich einer relativ langen Zeit, die ich mir bestellt habe, weil mittlerweile dieses Boxen-Game bin ich eher mehr nicht so der Freund mehr von. Weil die meisten Boxen leider einfach mittlerweile irgendwie 0815 sind. Aber für den Boss machen wir dann natürlich eine Ausnahme und die Box wird natürlich auch nicht 0815 sein. Deswegen. Ich habe zwei Studiengänge abgeschlossen, Quantenphysik, aber das hat mich gelangweilt und jetzt habe ich hier einen Job, der mich fordert und an dem ich auch Spaß habe. Das kann ich mir auch vorstellen, bis ins hohe Alter zu machen und ich habe da auch einen richtigen Nährwert, den ich an die Menschheit gebe. Ja, da habt ihr mal einen Einblick bekommen in den stressigen Büroalltag des Bosses. Das ist, denke ich, kein Job, den jeder machen möchte. Ne? Fordert enorm. Ist jetzt auch Zeit für einen Feierabend, wird höchste Zeit. Der Boss hat noch einige andere Geschäftstermine wahrzunehmen. In diesem Sinne, kauft euch da die Box. Ist was Schönes drin. Und bis dahin, bleibt bosshaft. Gut, ja. Ach, der Majo. Majo am Steuer, Alter. Der Mojo. Und bis dahin, bleibt bosshaft. Gut, ja, Boss. Dankeschön. Unser Team hat schon vorgestellt. Freuen sich alle, gell Moritz? Ja, was habe ich mir da gerade angeguckt? Also war ganz lustig, aber ich finde, es kommt nicht ganz ran an die Promophase so von King, was die Entertainment-Videos angeht. Rein musikalisch bin ich sehr, sehr überzeugt von der 2LTT-Promophase. Sowohl die Lyric Lounge als auch die normalen Single-Auskopplungen zum 2LTT haben mir sehr gut gefallen. Die Sketches waren okay bis jetzt. Das Florian-Ding fand ich ziemlich witzig. Ja, aber ansonsten, also die Trailer waren auch ganz cool alle, aber jetzt hier das Schloss auf unterwegs und das hier waren jetzt nicht seine besten Videos, sagen wir es mal so, aber trotzdem auf jeden Fall unterhaltsam. Ein paar unterhaltsame Szenen auf jeden Fall dabei, aber hätte man ein bisschen kürzen können, glaube ich, das Video. An sich. Aber trotzdem natürlich, Daumen geht natürlich nach oben, Freunde. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen, entspannten Tag. Bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.